Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Ja, es ist soweit, wie man hier unschwer erkennen kann, gibt's jetzt endlich die Baufolge, in der wir unsere Siedlung ausbauen. Ja, ich habe mir im Vorfeld das Ganze schon mal angeguckt, was ich machen will, wie ich es machen will und habe hier ein paar Eckbausteine, die kritisch zu setzen waren, schon mal stehen lassen, damit ich hier jetzt weniger Gefummel habe. Ja, ich werde euch aber zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe, dass ich auf diese Punkte gekommen bin, ja, und habe sie dann jetzt einfach mal stehen lassen, aber halt nur die Eckpunkte, ja, in etwa weiß, wie und wo ich hinbauen will. So. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal hier drüben an. So. Und zwar habe ich das Ganze folgendermaßen gestartet. So, jetzt erstmal hier Böden. So. Wenn wir hier einen Boden hinbauen. Ja. In etwa so. Den hier schön ausrichten. Na? So in etwa. Na, noch ein bisschen rüber. Jo. Dann kann man hier weitere Böden ranpflanzen. So. Blablabla, bla bla. Und dann bin ich irgendwann hier zum Liegen gekommen. Und ja, dann habe ich das Ganze wieder abgerissen und habe das hier so stehen lassen. Genau, der einzige Unterschied, den ich jetzt hier gemacht habe, ich habe jetzt hier dann, das lagen wir mal ein, weil es schöner ist, dann nicht diesen Boden, sondern ein Fundament hier hingebaut. Genau. Und da seht ihr jetzt das Ganze schon. Somit werden wir hier jetzt mal, na, komm, genau, Fundamente rüberbauen. So. Okay, und ich sehe gerade, das passt nicht. Komisch, komisch, wieso passt das nicht? Das lagern wir ein. Wenn wir das auch mal einlagern. Und hier ein Fundament hinstellen. Ah doch, es passt. Das hat jetzt hier nur so komisch ausgesehen. Doch, es passt. Und zwar perfekt. So, und hier machen wir jetzt mit normalen Böden weiter. Ja, wunderbar. Perfekt. So, hier habe ich mir gedacht, dass es von unten besser aussieht, dass wir hier wieder ein Fundament bauen, und zwar so und hier weiter. Na komm, aus ran. Ah, ich glaube, meine Hütte ist im Weg. Nee, eigentlich nicht. Wie wär's? Kannst du hier? Ja, doch, geht doch. Genau, hier dran. Und dann ist jetzt hier das letzte Teil hier. Genau. Hier außen kommen jetzt Wände rum. Ich musste nämlich irgendwie auch hier vernünftig landen. Ja, deswegen habe ich das Ganze mal ausprobiert und das habe ich stehen lassen. So, dann würde ich jetzt mal sagen, Wände. Wir fangen mal mit den Wänden noch gleich an. Komm, Lazi. Ich habe mir gedacht, dass wir da hier die Wände nehmen. Die sehen eigentlich relativ schick von außen aus. Oh. Jupp, genau. So, irgendwo hier Eingang. Am besten hier dann. Da lassen wir mal eins frei. So. Oh. Nein, das wollen wir hier. So, das Coole an der ganzen Sache, wie wir das jetzt gebaut haben, ist, dass wir unsere Hütte dann, oder Turm oder was auch immer,
direkt in die Mauer integrieren können. Also die Hütte ist dann ein Teil der Mauer. Vielleicht, oder wir lassen hier einen, ja, eine so breite stehen, als irgendwie Durchgang und vielleicht mit Fenstern zum Rausschießen oder was auch immer. Und bauen dann unsere Hütte hier innen drin. Also das Ding machen wir weg und bauen uns da was Eigenständiges. Aber jetzt erstmal hier weiter Wände. Ja, schon. Ranbauen, ja. Hier. Und nochmal schnell hier offen lassen. Und da noch eine Wand. Die müsste eigentlich dran gehen. Jupp. Dass man hier auch so nicht rein kann. Ja. Passt doch. Gut. Dann machen wir noch mal schnell zu. Klatsch. So. Sieht doch schon mal schick aus. Nice, nice. So, jetzt hier mit den Türen. Oh, Türen habe ich noch nicht geschaut. Jetzt müssen wir jetzt mal schauen. Gibt es hier... Hier gibt es eine Tür. Ist das ein Durchgang? Gibt es da auch was Besseres? Fertigteile? Nö, die sind... Komplett, das wollen wir nicht. Ja, ich nehme mal an, dass... Ist das Einzige, das wir hier nehmen können? Jo, probieren wir das mal. Na, hier, Durchgang. Okay, können wir hier eine Tür reinpflanzen? Türen? Jo, das geht. Vielleicht irgendwas? Naja. Ja, dann halt sowas. Ne, die Tür ist hässlich. Die passt einfach farblich nicht rein. Das passt auch nicht, aber das passt besser. So. Kann man die jetzt aufmachen? Jo, das geht. So, und hier kann man jetzt nicht rauflaufen, aber man kann raufspringen. Jedoch. Da gibt es Abhilfe, und zwar gibt es Treppen. Genau, hier gibt es so kleine Treppen und auch eine breite, glaube ich. Können wir die hier? Na, komm. Ranpflanzen. Oder ist die zu breit? Ah, die schluckt er nicht. Oder sowas. Sowas wäre doch nice hier. Passt genau hin. Dann können wir, jawohl, wunderbar rauflaufen. Tür. Bleib doch drin. Ich will die Tür ja nicht rausnehmen. So. Gibt es hier irgendwelche schöneren Türen noch? Nein. Türen ist auch extra. Es gibt hier keine Türen. Somit gibt es hier nur die Türen. Ja, okay, was soll's. Alles klar. So, hier können wir jetzt auch noch nicht rauf. Somit werden wir hier jetzt auch mal noch so eine Treppe hinsetzen. Jo. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Mal schauen, vielleicht ziehen wir die noch hier rüber oder so, aber momentan ist das mal gut. Okay. Dann weiter im Text. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es hier weiter? Ah, ich bin kurz verwirrt. Hier Wände. Machen wir mal hier Wände weiter. Ich glaube, hier sollte ich noch, ja, auf jeden Fall noch ein Fundament dann runterbauen. So, das müsste ich hier jetzt auch total genau ausgehen. Ja. Passt ziemlich perfekt. Hier kann man nicht rein. Hier ist zwar ein Spalt, aber der soll uns mal nicht weiter stören. Theoretisch könnten wir hier noch, ja, sogar noch eine Wand dran klatschen. Aber dann steht die hier rein. Das wollen wir eigentlich nicht. Das soll mal passen. So, wenn uns das stört, können wir da draußen noch irgendwas anbauen. So, jetzt, wie sieht es jetzt hier fundamenttechnisch aus? Das ist noch nicht so der Burner. Irgendwie, genau, brauchen wir hier noch, glaube ich, sowas hier.
Und zumindest hier. Ja, und dann passt das auch. Genau, so sieht das doch gut aus. Alles klar. Hier können wir... Ja, hochspringen können wir. Alles klar, alles klar. Wunderbar. Hier mal Tür zu. Okay, das war mal der erste Teil hier. Ja, hier ist offen. Ich weiß, das lasse ich auch offen. Stört mich jetzt weniger. Hier kann man nicht rein. Man könnte theoretisch zwar rein, aber spieltechnisch kann man nicht rein. Somit reicht mir das. Man kann auch hier nicht ins Haus. Man kann zwar hier rein. Ja. Dann bist du halt hier, aber kannst halt nichts machen. Wenn wir das wollen, können wir da theoretisch später auch noch... Ah, guck, hier. Das Bett können wir gleich verwerten. Holz und so brauchen wir immer. Aus dem machen wir sowieso nichts. Okay, hier noch den Ast. Bisschen aufräumen gleich. So. Du findest, wonach du suchst, das weiß ich. Ja, ja. Das ist doch schon mal echt nice. Tür zu. Ja, ja, mach sie auf. Natürlich, natürlich. Okay, dann hier weiter im Text. So, hier habe ich jetzt noch nichts gebastelt. Hier müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen könnten. Schauen wir einfach mal. Wir brauchen Wände. Metallwände. Ich hoffe, wir haben genug Material. Ja, wir haben noch einiges an Material übrig. Okay. So, hier sieht es jetzt... Okay, das ist schon mal falsch. So, hier sieht es jetzt schon mal schwieriger aus, das Ganze irgendwie halbwegs brauchbar hinzukriegen. Ich glaube, erstmal diesen Zaun hier weg. Der ist ja dann irgendwie nicht mehr so sinnvoll. Und auch das Tor hier. Na, komm, mal schauen, was wir mit dem Zaun nachher vielleicht noch machen. Jetzt parkieren wir den mal hier. Den Pfosten hier und den Zaun. Jo. So. Jetzt mal... Ja, ich würde das gerne ganz runterbauen, aber... Das scheint nicht zu gehen. Ich kann den da nicht weiter runterziehen. So, jetzt probieren wir mal einen Trick. Was ist, wenn ich... das Ganze über ein Fundament mache. Kann ich das tiefer runter platzieren? Müsste theoretisch gehen, wenn der Zaun nicht im Weg wäre. So, jetzt aber gleich. Müssten wir hier theoretisch ein Fundament hinstellen können. Jo. So, entweder bauen wir das mal hier hin. So, jetzt können wir das normalerweise noch etwas, ja, so etwas tiefer setzen. Aber das, glaube ich, wird trotzdem nicht funktionieren. Wir kriegen es, glaube ich, nicht so weit runter, wie wir das gerne hätten. Weil die Taktik habe ich an einer anderen Stelle auch benutzt. Da habe ich dann, da wollte ich es aber höher setzen und mit dem hat man das dann höher setzen können, als er standardmäßig platziert hatte. Ich schaue jetzt mal schnell, aber wahrscheinlich bringt uns das nichts, da die Wand ja sowieso noch oben drauf platziert wird. Ja, und er kann es jetzt auch hier nicht platzieren, weil das Dach im Weg ist. Okay. Naja, theoretisch könnten wir es ja zurückversetzen. Okay. Aber er kann halt die Wand hier nicht platzieren. Na gut.
Dann lagern wir das mal ein und machen es mal so. Direkt mal hier eine Wand hin. So. Jetzt hier etwas schöner. Platzieren das Ganze. Na komm. So. In der Wand drin wollen wir es eigentlich nicht. Zumindest nicht die erste Mal. Die sollte jetzt hier irgendwo eigentlich hier unten hin. Na? Wie wär's? Okay, dann probieren wir es hier. So. Jo, und eine zweite daneben. So. Die steht jetzt hier rein. Das ist nicht so schön. Dann müssen wir die weg. Noch ein bisschen hier verschwinden lassen. Und dann, na komm. Bau sie ran. Mann, ich muss weiter weg, sonst kann ich das Ding nicht gescheit platzieren. So, stört das jetzt? Nö, jetzt glaube ich, ist es weg. Jo, passt. Drüben auch, gut. Ich glaube, das... Oh, falsch. Ich glaube, das passt jetzt. Sieht gut aus. Jupp. Ist gut, ist genehmigt. Nehmen wir. Okay, ich habe jetzt ein Problem. Die Wand ist verkehrt rum. Die drehen wir mal schnell. Na. Mano. So, klatscht sie ran. Sagen wir nicht, dass das jetzt nicht geht. Dann drehe ich am Rad. Kann ich sie so? Ja, so geht's. Verdammt! Die Wand ist falsch rum. Mist. Normalerweise kann ich die da dran bauen. Okay, ich habe eine andere Idee. So. Fundament. Na, kannst du das da dran bauen? Sei doch so lieb. Ich muss die andere Wand nehmen. Ich muss die hier dran bauen. So, die weg. Und jetzt muss ich hier ein Fundament dran klatschen, falls das geht. Das müsste eigentlich gehen. Wenn nicht der Baum im Weg ist. Okay, Baum muss leider weg. So, theoretisch kann ich jetzt da ein Fundament dran bauen. Im Normalfall. Oder einen Boden. Ich könnte es auch mit dem Boden probieren. Nee, geht nicht. Okay, dann andere Taktik. Müssen wir es halt so machen. Normalerweise kann man da Böden oder sowas dran pflanzen. Ja, genau. Jetzt habe ich nämlich das Problem, dass es nicht passt. Kann man da Böden oder so dran pflanzen. Und dann kann man die Wand wegnehmen, umdrehen und wieder neu ansetzen. So müssen wir es jetzt leider... neu platzieren. Ja, verdammt, das sieht mies aus. Na, jetzt vielleicht. Oh man, das Bausystem ab und zu hakt es etwas. Jetzt kriege ich es wieder nicht dran gebaut. Na. Deswegen wollte ich sie eigentlich nicht abreißen, weil wenn man sie einmal so stehen hat, dass sie passt, sollte man es eigentlich nicht mehr bewegen. Weil das Ganze sonst sehr fummelig ist. So, jetzt aber. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das sieht gut aus. Jo, nehmen wir.
immer falsch hier. So, dann haben wir hier zu. Dann geht es hier weiter. So, hier war es auch wieder etwas schwierig. Deshalb habe ich die eine Wand stehen lassen. Da können wir jetzt direkt dran bauen. Da habe ich es auch so gemacht wie jetzt gerade eben. Bisschen rumprobiert und dann einfach die anderen Wände wieder abgerissen. Also eingelagert. Jo. So, das passt hier auch. Gar nicht schlecht. So dran. Jo. Geh zu halbwegs. Theoretisch könnten wir das hier schöner machen. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Das machen wir mal hier etwas schräg. Ah, ist das hier zu hoch oder? Ne, ich kann es schon hier bauen. So. So geht das nicht. Hm. Ich würde das gerne da nämlich so hinbauen. Aber das geht nicht. Können wir nicht. Okay. Dann soll das hier mal jetzt so bleiben. Ja, genau, hier habe ich es nämlich auch hier dann so hingepackt. Weil es hier nicht genau gepasst hat, habe ich dann einfach hier die Wand schräg hingestellt. Jo. Damit bin ich nicht ganz zufrieden. Muss ich ehrlich sagen. Leider. Ich würde das echt gerne hier etwas schräg hinstellen. Aber es scheint nicht zu gehen. Aus irgendeinem Grund darf ich hier nicht bauen. So geht's. Aber so schräg nicht. Hier geht's auch. Interessant. Hier auch. Aber da nicht. Okay. Egal. Gut. Ja, was wir hier jetzt wieder bauen ist, wir ziehen hier jetzt wieder die Fundamente rüber. Okay, wir machen jetzt aber erstmal die Wände. Was man zuerst baut, ist ja egal. Oh, ich sollte die Kuh hier noch reinbringen. Die stellen wir mal hier hin. So. Hier habe ich das Ganze halt auch wieder so gemacht. Habe hier im Eck ein Fundament platziert. Habe die rübergezogen. Bin dann da drüben an dieser Position gelandet. Hier. Und habe dann die Wand hier reingebaut. Und ja, deshalb sieht das jetzt hier so aus. Somit geht das dann auch wunderbar auf, wenn wir nachher... Na komm. Genau, das geht hier jetzt wunderbar auf. So, wir jetzt nachher hier die Fundamente dran bauen. So, nein, hier. Hier erstmal Böden. Und hier wieder Fundament. Jo. So, und na. Komm. Dann mach's halt so. Jo. Hier rein. Genau. Perfekt. Hier bauen wir dann auch noch eine Hütte oder irgendwas in der Art. So, dann jetzt erstmal hier weiter Böden. Hier habe ich etwas länger rum experimentiert. Da ich mir nicht sicher war, ob ich jetzt hier rüberfahren soll. Oder hier oben rüberfahren soll mit der Umzäunung. Und auch vor allem hier. Hier wurde es am kniffligsten. Ich will da hinten hin zu dem Busch. Hier zur Mauer.
Und das war nicht ganz einfach. Wie ihr hier seht, habe ich dann hier mal das Fundament beendet und musste hier irgendwie einen Absatz machen, dass das hier halbwegs vernünftig aussieht. Es schwebt zwar immer noch etwas, aber ja, das lässt sich einfach hier in dem Loch schlecht vermeiden. Ich will jetzt hier nicht innen noch ein Fundament dran bauen, das sieht dann auch scheiße aus. Deshalb hier mal so. Habe also irgendwie hier mal begonnen, habe eine Wand drüber gezogen bis zu diesem Feld. Dann habe ich hier das Feld gehabt und habe hier einfach die Wand reingebaut. Und da habe ich den Trick mit dem Fundament genommen. Also ich habe die Wand hier hingestellt, habe ein Fundament platziert, genau auf diese Höhe hier. Und habe dann da die Wand dran gebaut, weil ansonsten würde die Wand tiefer platzieren, beziehungsweise höher. Und dann wäre das nicht in einer schönen Linie. Ja. Und hier, um das mit den ganzen Fundamenten hier etwas besser auszugleichen, weil hier möchte ich gerade Fundamente haben, da das sonst wirklich schwebt, habe ich hier dann noch ein paar Treppen hingebaut, dass man hier schön rauflaufen kann und ja, eben nicht raufspringen. Vor allem hier kann man nicht raufspringen, weil es zu hoch ist. Und ich finde, so passt das eigentlich ziemlich gut. Stört nicht, gefällt mir eigentlich. So, hier jetzt mal noch sowas rein. Ah, komm. Jo. Nice, Level up. Machen wir später. Das Bauen bringt auch einiges an Erfahrungspunkten. So, jetzt hier erstmal noch Wände. Ja, aber mit dem Material sollte sich's zumindest... Na, komm. Hier. Wieso darf ich jetzt hier die Wand nicht reinbauen? Probieren wir das mal so. Wieso geht das nicht? Das muss doch gehen. Kann doch nicht sein. Jo. Alter, willst du mich verarschen? Wie wär's? Mit Wand hier, ne? Und so? Nicht? Dann probieren wir mal noch. So. Ah, naja, das geht nicht. Ich brauche hier die Böden, ansonsten kann ich es nicht dran bauen. Aber das muss doch gehen. Das kann doch nicht sein. Das habe ich doch vorhin schon so gehabt. Außenrum geht es problemlos. Haben wir da irgendein spezielles Teil? Nee, das sieht doch kacke aus. Das will ich eigentlich nicht. Hier gibt's ein Eck. Wieso kann ich hier die Wand nicht dran bauen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Ich kann die hier nicht. Ich kann sie hier dran bauen, ja. Aber ich will das nicht. Ich will die ja hier dran bauen. Kann ich hier... Ja, im schlimmsten Fall baue ich hier eine Tür hin. Ja, das sieht, scheint auch nicht zu gehen. Hier kann ich's. Hier kann ich's nicht. Okay, na dann. Probieren wir mal. Na. Stell das Ding mal hier ab. Da gibt's doch irgendwie diese Ecke. Die ist zwar nicht sonderlich schön. Aber. Funktioniert. Die ist jetzt höher, nicht ernsthaft. Oh Mann. Ja, darum kümmere ich mich später. Na, jetzt lass erstmal hier wieder die Böden einsetzen. Okay. Die Wand einlagern, die brauchen wir eh noch. Die auch. Oh, so, hier. Das Ding ist... Oh Mann, echt nicht schön. Aber es hilft nichts. Ich kann nicht. Es geht nicht anders. Ich will es eigentlich fast nicht glauben. Naja. Okay.
Dann sei es so. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie eine Möglichkeit, das zu ändern. Aber, na komm. Stell das Ding mal hier ab. Irgendwo. Weil so kann ich es nicht verbauen. Ah doch, geht. Sieht nicht sonderlich schön aus. Vor allem ist es nicht gleich hoch, das ärgert mich am meisten. Na gut, lassen wir es mal so. Gehen wir mal hier weiter. So, hier kommt noch eine Wand rein. Irgendwo hier werden wir dann auch noch eine Tür brauchen vielleicht. So, aber jetzt erstmal hier Wände weiter. Und zwar hier. 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 Und hier. Genau, so. Das sieht doch gut aus. Genau, hier geht's rauf. Passt. Und hier kann man auch noch vorbeilaufen. Ja, genau. Das Eck hier ist ja eine kleine Notlösung. Anders ging es halt schwer. Ansonsten hätte ich noch weniger Platz gehabt. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Lass ich mal hier rein. Hier muss ich übrigens auch noch was ändern dann. So. Ja, passt doch. Perfekt. Hier muss ich den Zaun irgendwann noch zerlegen. Jetzt mal hier weiter. Hier ist noch ein Loch. Und dann, glaube ich, haben wir es geschlossen. Jupp, sieht gut aus. Okay. So, hier mal. Noch eine Wand hin. In etwa so. Ja. Etwas mehr. Ja, und ruhig noch etwas mehr nach links. Okay, das geht nicht. Ja, gut. Ich glaube, das passt so. Super. Dann würde ich mal sagen, wir haben rund um unsere Siedlung mal eingemauert. Nice, nice. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier rüber, ja. Ein kühles Bier wäre mir zwar lieber, aber das tut's auch. Hier könnte ich theoretisch direkt drüber bauen und den Busch auslassen, aber ich glaube, das passt so. So, dann müssen wir hier rum. Genau, hier geht's weiter. Dann hier hin. Hier vorbei. Ja, mit dem Eck hier bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber mal schauen. Oh, hier hätte ich unbedingt eine Tür hinbauen sollen. Das machen wir mal eben. Das hier einlagern. Und eine Tür. So, hier noch eine Tür reinsetzen. Ah, was hatten wir dir? Ich habe, glaube ich, ja, das hatte ich, glaube ich. So, öffnen. Nice, 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 nice. Das gefällt mir. Hier kommt eine Hütte hin. Mit Betten und jo. Was? Wobei ich glaube, ich will mal schauen, ob ich hier den Turm hinstelle. Den Turm baue. Oder irgendwie, ja, hier. Ja, ich will es jetzt nicht ganz nachbauen. Es gibt da so einen YouTuber, der auch Fallout macht und der hier eine Hütte hat und hier drüben einen Turm. Ja, ich will es jetzt nicht eins zu eins nachbauen, deshalb mal schauen, wie ich es mache. Ich stelle dann halt den Turm anstatt hier einfach hier hin. Tja, dann ist es schon anders. Ja, ich glaube, das passt. Auf jeden Fall, irgendwo kommt hier eine Hütte und irgendwo kommt hier ein Turm hin. Vielleicht werden es auch zwei Türme. Mal schauen. Ja, das wäre jetzt zumindest mal die grobe Ausstattung. Es fehlt hier natürlich irgendwo noch ein Wald zum Langlaufen und die Häuser müssen wir noch umbauen und so weiter. Aber, naja, von innen ist die Ecke nicht ganz so. Ja, doch, sie ist hässlich. Mal schauen, egal. Von außen ist die Ecke zwar nicht so schön, aber von innen ist einfach toll, dass man hier Platz hat zum Rumlaufen. Ja,
Deshalb wollte ich das so machen. Und außen laufen wir eh nicht lang. Von daher ist uns innen schöner und wichtiger. Das sieht doch ziemlich gut aus so. Wo ist eigentlich... Ah ja, hier ist es. Okay, okay. Ja, gut, gut. Wunderbar. Gefällt mir soweit schon mal. Ich würde jetzt mal sagen, das war's für die erste Baufolge unserer großen Siedlung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, den Daumen nach oben nicht vergessen. Liken, subscriben, abonnieren, kommentieren. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal und ciao.